Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe vollkommen vergessen, schon mal in die Welt zu gehen. Diesmal sollte mein Sound jetzt besser klingen. Und ich würde mal sagen, fangen wir wieder hier an. Also ich habe mittlerweile das Rezept für eine Tür. Und da muss ich einmal mal schön gucken, wie ich die Nacht überlebe. Aber falsch, das wäre dumm, weil ich habe noch keine. Ich habe noch keine. Ich habe noch keine Materialien. Aber die kann ich mir anfertigen und deswegen mache ich das jetzt am besten. So. Okay, ich habe eigentlich schon die Eichenholzbretter, aber ich würde gerne noch mehr Eichenholzbretter machen. Und jetzt lege ich das mal zurück und kann jetzt das anfertigen, was ich mir erträumt habe. Mehr oder weniger. Und zwar eine Holztür. Wundervoll. So, nun legen wir das ganze Zeug mal wieder zurück. Schön. Damit das nicht so im Weg liegt. So, und dann kann ich mir die Tür bauen. Ich habe gerade. Meine Maus ist gerade gegen eine Brezeltüte gestoßen. Daher konnte die Eingabe nicht richtig erfüllt werden. Aber jetzt. Ja, also es hat mit sehr viel Motivation zu tun. Dass ich jetzt noch aufnehme. Und warum habe ich mit Holzblöcken das Ganze gemacht? Bin ich wahnsinnig oder was? So. So, jetzt haben wir hier unsere Tür. Die so aufgeht. Und jetzt schließen wir es wieder. So, nun muss ich als nächstes erstmal mich darum kümmern, wie baue ich einen Ofen und wie sorge ich hier dafür, dass ich mehr Lebensraum habe. Weil das ist schon ziemlich eingeengt. Ich kann jetzt nicht mal nach Schäfle suchen, weil. Also im Schwabenland sagen wir dazu Schäfle, also Schafe. Um halt dann jeweils. Um halt dann ein Bett zu bauen und damit die Nacht zu überstehen. Aber man kann sowieso nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Das ist sehr dumm. Vom Spiel persönlich, oder vom Spiel finde ich persönlich. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Wir haben ja nur unsere bloßen Hände. Ich würde da jetzt gern rausgehen, aber ich habe leider keine Waffen. Und das ist das ganz große Problem. Da öffne ich mal hier die Truhe, ohne irgendwie einen Grund dafür zu haben. Gut, ich könnte mir jetzt natürlich schon die ersten Holzwaffen bauen, aber das wäre mir zu leicht. Ich würde gerne Steinwaffen bauen, aber. Wir brauchen ja Holzwaffen, um Steinwaffen zu bauen. Deswegen würde ich mal sagen, bauen wir ein paar Stöcke. Müsste eigentlich mit dem Holz hier gehen. Oder? Wie sieht's aus, Sir? Ne, damit können wir nur solche bauen. Damit kann man dann wieder Stromstöcke bauen. Ja, genau. Genau. So. Vier Stöcke. Und dann bauen wir. Brauche ich hier jetzt wieder Holz, glaube ich. Zumindest holen wir wieder diese Blöcke. Tu das weg. Wir haben ja genügend Holzblöcke. Ich bin erstaunt, wie man aus Eichenholz gleich vier Eichenholzbretter machen kann mit nur einem Block. Das ist sehr großzügig vom Spiel. Vielleicht etwas zu großzügig. So, damit können wir ein Holzschwert machen. So, Erfolg zu den Waffen. Und was ich allerdings gerne machen würde, ist. Erst einmal wieder hier ein bisschen bauen und ich muss mit dem Kratzen. Sorry. Diesmal habe ich auch viel besser die Aufnahme in der Übersicht und ich heb mal das Mikro etwas weiter nach vorne, damit ihr mich dementsprechend gut hören könnt. So, zurück. Auch irgendwie alles bequemer als im ersten Part, also ich weiß auch nicht. So. Weg damit. Mann, ich muss mich schon wieder kratzen. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. So. Dann legen wir mal hier Blöcke hin. Einfach aus allen Sachen was bauen. Und vielleicht hier noch einen Block setzen. Oder wie geht's nochmal? So glaube ich, oder? Ne, da muss ich ja den Stock hier hinsetzen. Also zwei Stöcke hier hin. Und dann kann ich mir die Spitzhacke. Die ist sehr wichtig. Weil damit kann man Steine besser abbauen. Aber natürlich nicht so resistent wie die Stein. Oder erst recht nicht wie die Diamant. Ich weiß selbst nicht, wo man Diamanten herbekommt. Aber das werden wir alles entdecken hier in diesem wonderful Let's Play.
Und ich kann es mehr bauen, also gut so. Oder schlecht so, eher gesagt. So, dann gehen wir mal schön sterben. Wäre das da oben nicht? Ich würde schon da gern durchgehen. Ach so. Und da ist ein Creeper, verdammt nochmal. Das fängt toll an und er explodiert und mein Haus ist nicht davon betroffen. Aber ihr seht, was für eine zerstörerische Kraft in diesen grünen Pixelviechern steckt. Mach mal die Tür zu. Und ein Zombie. Hi, Kollege. So, Erfolg erzielt. Monsterjäger, wundervoll. Läuft ja alles sehr gut. Und hier haben wir kleine. Und da ist schon wieder ein Creeper. Oh, ich bin gestorben. Okay. Jetzt habe ich alles verloren, verdammt. Oh, Menschenskinders. Also ich bin nicht so ein professioneller Spieler, müsst ihr ganz ehrlich wissen. Und ich würde gerne mein Haus wiederfinden, bevor ich noch vor den Monstern hier gefressen, zum Fraß vorgeworfen werde. Kann man natürlich auch mit der Hand machen, dauert natürlich viel schneller. Hinterlassen noch manchmal Ressourcen. Oh, Vorsicht, die ziehen 1,5 Leben ab. So. Geht auch alles viel schneller als in der Pocket Edition und hinter uns ist jemand. Oh, nochmal einer. Hi. Hier gibt es auch Erfahrungspunkte, komischerweise. Ja, das ist alles viel präziser und geht auch alles viel schneller. So. Was haben wir hier? Vergammeltes Fleisch. Ne, verrottetes Fleisch. Das bringt uns relativ wenig. Du großer Gott. Ah! Der hat sogar noch einen Block hier in der Hand. Der Bösewicht hier. Ja, ich will hier leben durch. Seid ihr wahnsinnig? Toll. So fängt super an. Wo hat man mich jetzt schon wieder gespawnt? Wurde von Zombie getötet. Ich weiß, ich kann ja sehen. Ach du liebe Zeit. Wo bin ich hier? Es wird morgen. Oh mein Gott. Es wird morgen. So, jetzt haben wir wieder ganz schön lange Zeit, aber zuvor noch hier noch mal so ein blöder Zombie. Nein, Bogenschütze, die sind auch sehr blöd, weil die kann man nicht so gut angreifen. Und wo ist mein Haus, Leute? Naja, die werden jetzt sowieso alle abkratzen, dass sie im Sonnenlicht ausgesetzt sind. Leute, wo ist mein Haus? Oh, verdammt. Ah. Also hier ist der Creeper explodiert. Oh, verdammt, Spinne. Und du? Wenn man sie erstmal hat, jetzt stirbt man. Super. Wo ist mein Haus? Ist es das? Ist es das? Ja, das, ja, merke ich an der Magma. Und das war nicht so sanft, wie ich es mir erplant, erdacht habe. Da ist ein Holzblock drin. Sieht nicht so schön aus. Sag mal, warum sterbt ihr nicht? Es ist helllichter Tag, Kinder. Ja, ihr seht, der verbrennt mittlerweile. Und löscht sich aber selbst im Wasser. Könnt ihr nicht einfach sterben? Ihr seid ja noch blöder als die erwachsenen Viecher. Ah! Ah! Weg! 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 Geht nach Hause! Zu Mama! Da gibt's leckeren Zombie-Pfannkuchen! Was ist das? Soll das? Okay. Schon mal ein Negativrekord. Viermal gestorben innerhalb eines Parts. Das kann auch nur ich. Oh, was der Creeper da für Schaden angerichtet hat. Das ist ja unglaublich. Also, ich merk's immer wieder. Und warum seid ihr immer noch da? Ihr sollt sterben! Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, warum die jetzt immer noch leben. Und da ist schon wieder so ein hässliches Viech namens Creeper. Schön. Oh Mann, und jetzt spinnt er. Und jetzt packt er noch die Steuerung. Explodiert alles. Wundervoll. Jetzt buchte ich mich hier erstmal ein. Das geht so nicht. So, zack. Zack, so. Gut. Jetzt muss ich ja direkt wieder raus. Aber da hinten ist nochmal so ein hässliches Spinnenviech. Das gibt's doch nicht. Oh, ihr habt Probleme. Ihr habt Probleme. Kann ich hier mal durch? Danke. So. Jetzt geht's auf Schäfles-Suche, beziehungsweise. Ich sollte wirklich, mir wirklich angewöhnen, scharf zu sagen.
Guck mal, was hier alles liegt. Apfel. Meine Spitzhacke. Oh mein Gott. Und ich habe mein Schwert wieder. Yes. Yes! Nimm das, Creeper! Nein, falsch, das war ein Zombie. Und das schwebt wundervoll in der Luft. Wundervoll. Also, was ich jetzt machen wollte. Dazu kommen wir noch in diesem Part. Verspreche ich euch. Schafe finden, aber. Sieht so aus, als ob hier keine Schafe sind. Hier sind nur Eier. Ruhe natürlich. Und da vorne haben wir das, was wir suchen und brauchen. Schafe sind natürlich mit dem Schwert viel leichter zu erwischen. Ich habe leider noch nicht das Ding, mit dem man die scheren kann. Rasieren kann. So. Ich brauche Wolle. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen fürs Bett. Können wir uns ja mal in unser Quartier einbuchten und was das für eine Höhle ist, Leute. Das entdecken wir noch. Wird sehr interessant sein. Übrigens, ich habe herausgefunden, dass es viel bequemer ist, wenn man einfach so das Headset um den Hals rumlegt, als einfach an die Ohren ran befestigen. Oder die Ohren. Oder, ja, wie. Also ihr könnt euch ja vorstellen, was ich meine. Und ich habe mich verlaufen. Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Das wollt ihr sehen. Das ist das, was ihr sehen wollt. Ich will hier einfach nur noch. Ja, das Problem ist, man kann halt noch keinen Kompass bauen. Zumindest nicht mit den Materialien, die mir zur Verfügung stehen. Und daher ist das Ganze schwierig. So ist das Ganze nicht so sonderlich schön. Leute, wo ist mein Haus? Och, Neatsch. Neatsch. Das geht nicht. So. Da muss ich mal geschwind gucken, wo denn mein Haus ist. Ist ja frustrierend hier. Also hier waren ja die Vögel, die ganzen. Wundervoll. Die reine Natur. Diese Natur. Diese wundervolle Natur, schaut sie euch an. Schaut euch diese Grafiken an. Das ist ja High-End-Grafik. Wundervoll. Ich kann diesen Moment nicht in Worten beschreiben. Ich kann ihn nicht zusammenfassen. Und ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Oh, Menschenskinder. Ich habe keinen Bock zu sterben, weil durch Sterben spawnt man ja automatisch in der Nähe des Hauses. Oder so in etwa. Müsste doch so sein. Bin so gewohnt. Das Problem ist einfach daran, das ist keine endlose Welt. Oder das ist eine. Ja, das ist keine endlose. Das ist eine endlose Welt. Das ist eine endlose Welt. Aufgrund der Tatsache, dass es eine endlose Welt ist. Ist es nicht so. Ist es nicht so spaßig hier. Ich würde gerne mein Haus finden. Bevor die Nacht einbricht, am liebsten. Da habe ich's am liebsten. Sieht doch hier ganz gut aus, oder? Da, wo die Lava ist, merkt ihr, da, wo die Lava ist. Also ich hatte mal so einen Moment in meinem Privatspeicher. Das war grauenvoll. Da habe ich mich so tief verirrt. Tiefer verirren kann man sich gar nicht. Tiefste Einöde. Das sieht wiederum relativ gut aus. Hier. Aber dann ist was nicht, weil hier gibt's Kühe. Oh, schier endlose Welt, verflucht nochmal. Ja, das habt ihr alles, wenn. Ah, da ist ja eine Lavaquelle. Und da müsste. Ne, das ist eine separate Lavaquelle. Aber hier müsste doch in der Nähe mein.
Ja, natürlich, das ist natürlich so versteckt, dass ich es nicht sehe. Das ist es hier. Das ist es. Und dann baue ich mir jetzt mal hier mein Bett auf meinen Quadratmetern hier. So. Ich finde den Part jetzt schon viel gelungener als den vorherigen. Nee, das ging noch mal so, das ging so. So. Bett gebaut. Challenge accepted. Oder nee, Challenge accepted heißt Herausforderung akzeptiert und es kratzt so furchtbar. Ah, das Headset. So. Dann baue ich mal ein Bett hin. So. Muss natürlich alles viel besser eingerichtet werden, weil ihr seht jetzt schon, ich komme hier nicht mehr raus. Deswegen ich mich jetzt doch entschlossen habe, hier hinzubauen. Ja, es muss alles etwas umdekoriert werden. So Leute, dann würde ich mal sagen, dann war's das wieder für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben schon hier jetzt definitiv mehrere Fortschritte gemacht. Oder Fortschritte gelegt. Jetzt können wir endlich mal schlafen, ohne dass uns irgendein Zombie reinfällt und können unsere schöne Welt craften. Der erste Part war etwas fällig, der jetzige geht eigentlich relativ. Also Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal und